Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Und zwar treffen wir, ich schätze mal, auf das Krakenmonster. Oh ja, da ist es sicher runter. Und ich glaube, es wird sicher kein leichter Kampf, ne? Das Ding. Hier hat es den raufgezogen und so. Ja, hier ist er rein mit dem Tentakel. Und hat den geholt und wir gehen jetzt anscheinend, ja, dem Tentakel nach. Warum denn auch nicht, ne? Das ist das Normalste überhaupt. Was bist du für ein Ding, Alter? Jetzt zerdrückt er uns sicher. War ekelhaft. Ma Sebastian, ich würde da nicht reingehen, ohne Scheiß. Okay. Einfach nur ruhig bleiben. Einfach nur ruhig. Ah. Keine Munition mehr. Scheiße. Bah! Mist. Na komm her, komm her. So, für dich geht keine Munition rauf. Tut mir das grüne Ding eigentlich weh oder so? Der Glibber, was hier runterläuft? Was ist das überhaupt? Ist das ein Magen von irgendwas? Keine Ahnung. Was ist das hier? Kann ich das kaputt machen oder so? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich glaube, reinlaufen dürfen wir nicht da, ne? So, hier ist meine, was ich verschossen habe und so, ne? Fall doch um, du! Tot? Bist du tot oder rührst du dich noch? Tot, ne? Wird eh Zeit. Du lebst noch! Oder hast geatmet? Atmest du auch noch? Ja, atmet auch noch. Okay, da habe ich mich wohl getäuscht. Na? Okay. Kleber, Munition. Danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Rein damit. WTF! Alter! Es ist rausgekommen! Das sieht nur scheiße aus, ne? Nur scheiße. Na, bam! Ungeholz verbrannt. Brenne in der Hölle. Brenn in der Hölle. Brenn in der Hölle. Nicht mal Loot lasst du mir hier, ne? So, aber ich glaube, vielleicht ist irgendwo jetzt was frei. Oder so. Was guckst du so? Was? Der steht noch auf? Dein Ernst? Ich habe mit der Schrotflinte zweimal in die Fresse geschossen. Was will er denn noch? Meine Güte. Okay, hier geht es nicht mehr weiter. Wir müssen das jetzt drehen. Ich weiß nicht, was passiert. Was passiert? Was ist das? Warning, Overflow, Area. S-S-O Nummer. Bla bla bla. Ah,
Ah ja, da kommen sie her. Brenn in der Hölle. Brenn in der Hölle. Okay, ziemlich düster hier alles, ne? Ruhig gehalten. Den Horror im Nacken. Wo sind unsere nächsten Opfer? Oder werden gar wir das Opfer sein? Ich weiß es nicht. Wack! Also ich habe keine Schrotflintenmunition mehr, ne? Das ist blöd. Ohne Schrotflintenmunition ist wirklich blöd. Ich habe zwar noch die Magnum. Die hat ja einiges an Rums. Aber ich will die Munition irgendwie nicht verwenden von der Magnum, ne? Alter, das atmet. Wow. Nee, oder? War ja klar. Das war ja klar. Wo bist du? Wo bist du? Munition schauen. Also ich will hier nichts versäumen, denn ich brauche Munition, ne? Also ich habe wirklich nicht mehr viel. Na, siehst du mal. Wir werden hier kurz noch was herstellen. So, was brauchen wir noch? Passt. Fuck! Er frisst uns! Lauf! Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Ja, Mann. Nest ist gut gesagt. Oh, Brände. So. Oh, hat sich ausgezahlt. Kann ich aber nicht mehr mitnehmen, weil ich voll bin. Mist. Alter Falter, Tentakel-Ding, Ekel-Ding. Wir sind in einem Nest. Das ist ein verdammter Uterus. Uterus einer riesigen, keine Ahnung was es ist. Riesententakelfrau. Eklig. Ekelhaft. Und wir finden wieder zu viel Munition. Mir wird immer, also man kann sich ja vorstellen, was passiert, wenn man viel Munition findet. Da brennt dann alles. Und wir finden hier definitiv zu viel. Speicherpunkt gleich, ziemlich viel Munition für Schrotflinte, ziemlich viel Munition für unsere normale Handfeuerwaffe. Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Deswegen sehen wir kurz ins Licht. Oh. Steh auf, Sebastian. Steh auf. So, was Neues gibt's hier wieder mal nicht, oder? Nein. Gibt es nicht. Es gibt nur einen schweren Boss. Und wo ist die Lady? Die hat sich versteckt, oder was? Ah, die suchen wir gleich, ne? So, gespeichert haben wir. Jetzt suchen wir mal, wo die Tussi ist. Die ist für mal immer da. Wo ist sie jetzt? Alter, wenn du mich jetzt erschreckst. Hey, wo ist denn die? Hier ist noch was. Ah, wir haben ja noch einen Schlüssel, ne? Kleber. Jawohl.
Wo ist denn die? Alter, die ist für normal immer da. Oder ist sie die Tentakel-Uterus? Alter, die ist immer da, jetzt ist sie weg. Das ist doch nicht normal, oder? Ist sie wirklich Tentakel-Uterus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, sie ist nicht mehr da. Sie hat uns verlassen. Wie jede Frau es früher oder später tut. Okay, was können wir freischalten? Haus Wut. Reserve brauche ich nicht. Waffen. Kritisch. Nein. Was kann ich noch machen? Kritisch. Ja, investier mal hier. Wir werden sowieso sterben. Egal. Nachlademagazin. Genauigkeit. Kann ich ja auch Genauigkeit vielleicht? Nö, ne? Was haben wir hier? Magazin. Mehr Magazin? Nö. Reichweite sollte ich mal. Hier irgendwie so, ne? Passt. Wir sind wieder voll dabei. Und müssen höchstwahrscheinlich jetzt kämpfen. Aber wo ist die? Das gibt's doch nicht. Die ist für normal immer da, die Lady. Die war jedes Mal da. Jedes Mal beim Speichern. Seit Anfang an. Zwar etwas schräg, aber sie war da. Jetzt ist sie nicht mehr da. Das macht mich etwas stutzig. Okay. Hilft nichts, ne? Hier ist ein Motor. Und da drinnen ist höchstwahrscheinlich dann das Ding hier. Kontrollpunkt. Wieder ein Indiz, dass gleich ziemlich was abgeht. Okay. Scheiße. Das ist im Arsch. Oh, das ist im Arsch. Ah, okay. Supply Aux. Nee, das ist blöd. Kann ich das nicht drehen, oder was? Umsetzen? Was ist denn umsetzen? Okay. Mal das hier. Und jetzt? Ein Lift vielleicht? Oder brauchen wir auch. Na, Aux geht eh noch nicht, ne? Verdammt. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja. Ja. Okay, ich habe noch ein Teil gefunden. Geht's hier rein? Nö, ne? Okay, ich habe ein neues Teil. Das gehen wir hier heran. Alles leuchtet wunderschön. Das müssen wir da starten, oder was? Sieht so aus, ne? Ich trau der Ruhe hier nicht. Ohne Scheiß. Hier brennt gleich der Hut. So. Kurbel. WTF! Fuck! Ich wusste es! Na! Ah! Fuck, fuck, fuck. Alter, du bist so hässlich. Du bist so hässlich. Na! Ah!
Säure. Alter. Komm mal klar mit dir. Und so. Ja, so ist er eigentlich ziemlich leicht, ne? Das Gift ist ein bisschen blöd. Wo ist es denn? Unsichtbar. Dein Ernst? Alter! Wo bist du? Was? Das ist ein Blutegel. Die fallen da runter, oder was? Alter, die nerven schon ordentlich, ne? Okay, sie geben wenigstens Munition. Zwar nicht die Munition, die ich haben will. Boah! Stier! Stirb doch! Komm da um die Ecke, hier habe ich ein Blitzdings für dich. Munition alle? Oh ja, Munition! Weg mit dir! Weg mit dir! Ich habe jetzt hier was für dich, ne? So. Okay. Diese Munition kriege ich ja ziemlich viel, ne? So ziemlich oft, sagen wir so. Wenn man weiß, dass sie kommen, dann sind sie halb so schlimm, ne? Wo ist er jetzt? Wenigstens gibt es genug Munition und so. Sie sind über mich drüber. Ich hoffe, das sind deine Kinder. Ich hoffe, das sind deine Kinder. Wann kommst du denn wieder raus, ne? Komm her! Ah, hier! Hässliches Ding, du. So. So, du bekommst jetzt eingeschenkt. Es ist tot. Und der Generator geht jetzt. Was passiert jetzt hier? Kleber! Okay, Munition noch einsammeln, was ich liegen gelassen habe. So. Alter, das war schon heftig, ne? Das Ding. Da muss man anscheinend wirklich auf den Kopf als erster schießen, beziehungsweise wenn er dann die ganze Zeit die Blutegel da runterhaut. Ja. Das sollte man wissen auch, ne? Sollte man wissen auch. Und jetzt kurbeln wir hier
den Lift an. Oh, schnell. Schnell. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Beinahe perfekt. Wir nehmen jetzt den Lift. Wir gehen nicht zu Fuß. Wir nehmen den Lift. Kommt nochmal so ein Ding. Oder reicht das eine? Oh. Bammel, bammel, bammel. Bammel, bammel, bammel. Ja, ja. Kurz schauen, ob die Munition passt. Es geht weiter. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr? Das Kapitel müsste eigentlich jetzt schon schön langsam zum Ende hingehen. Eigentlich. Aber will wohl nicht, ne? Wahrscheinlich erst, wenn wir da drüben sind oder so. Und wie wir darüber kommen, liebe Leute. Sehen in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.